Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Call of the Sea für die Xbox. Und ja, bin immer nicht weiter. Ich habe auch dann beim letzten Mal einfach ausgemacht und mir gar nichts weiter darüber überlegt. Aber, also wir müssen ja das Wasser da oben, ne? Das muss ja runter zur Turbine laufen, damit die überhaupt in Gang kommt. Weil ich glaube, solange sie nicht läuft, bringt uns das gar nichts. Und das Wasser muss ja da weiter rüber, damit die Turbine läuft oder dieses Drehrad läuft. Wenn man jetzt hier drauf guckt, dann sieht man ja hier oben, läuft ein Wasser runter darauf. Das heißt, mir ist schon klar, dass ich da irgendwas machen muss, damit das Wasser läuft. Aber ich verstehe die Symbolik nicht ganz so. Doch, jetzt verstehe ich die. Und zwar das obere Bild rechts, da sitzt der Betende und er hat das Symbol, was links auf dem Symbol mit dem Strich unten ist. Ist es oben. Das heißt, also guck mal, das testen wir mal. Pass mal auf. Also hier, das ist der Betende. Das heißt, der muss ja verkehrt sein. Aus. Dann müsste das ja theoretisch, das obere Bild nehmen wir jetzt, wo er betet, da ist das Symbol ja über seinen Kopf. Und links ist die Symbolanordnung. Das heißt, das müsste ja der obere Knopf sein. Mal versuchen wir mal. Pass mal auf. Nicht daran. Zack. Okay. Dann nehmen wir das nächste Symbolding. Das ist der hier. Da hält ja der zweite Typ das in der Hand. Das wäre das zweite. Und das Symbol ist rechts. Also wäre das der hier. Gut. Schlag mich nicht, wenn es verkehrt ist, aber ich denke mal, so wird es gemeint sein. So. Mal gucken, mal oben hochgucken. Was ist das? Der erste hat das. Okay, der erste. Und das Symbol, das müsste dann unten sein. Oh, dann. Dann müssen wir zum anderen Symbol-Ding nochmal gehen. Machen wir mal. I like singing so much. Harry and I often sang together. When my condition got worse, Harry thought it wasn't a good idea to make unnecessary efforts. Perfekt. So, jetzt gucken wir hier. Singing. I know it was just for my own good. Und hier hält er das Symbol und das Symbol ist ja links. My illness also. Caused our whole lives to revolve around it. War verkehrt. Wer ist denn das? Passiert nichts. Hast du vielleicht verkehrt gedacht? Warte mal. Das ist mal unten, ne? Das heißt, das Symbol. Das Symbol ist links. Habe ich ja geklickt. Links. Links. Weil er hält das ja und das ist ja auch da auch drauf zu sehen, links. Hä, habe ich irgendwas verkehrt gedrückt? Warte mal ganz kurz. So, mal gucken. Das war verkehrt, okay. Das ist doch aber jetzt richtig da. Schade. Dachte, das wäre so meine Taktik gewesen, dass das funktioniert. Aber es ist anscheinend nicht. Noch mehr? Nee. Hier, pass auf. Hier hält der das. Links hält das Symbol hoch und er hält das Symbol. Was. Dieses Kreuz und das zeigt ja nach unten. Ist auch richtig. Ist auch nur unten angekreuzt. Hier zeigt der zweite das Symbol an. Okay, sind noch mehr angeklickt. Wer war das? Zeigt das an. Das ist rechts. Also müssen wir den ausmachen und den ausmachen. Ah, vibriert es an meiner Hand. Und das ist nicht mein Controller. Okay. Es kommt mehr Wasser runter. Jetzt müsste auch der Strom fließen. Beziehungsweise müssen wir wahrscheinlich noch das Gerät müssen wir noch einstellen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Huch. Ging auch irgendwie runter, oder nicht? Da hinten sind Treppen, okay. Lass uns mal da hingehen und gucken, ob wir den in Gang bekommen. Wäre ganz cool. Ah, guck mal, jetzt ist hier richtig viel Wasserfall. Jetzt dreht sich das Ding auch, ne? Ja, perfekt. Okay, jetzt ist es glaube ich nicht mehr so schwer. Okay, jetzt muss ja als erstes der ganz außen gemacht werden. Wer hier das jetzt war, weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Müssen wir ausprobieren jetzt. Keine Ahnung. Unser Asset. Der geht nicht. Nochmal. So.
ist der ganz... Der hier? Zack, hat er ihn gefangen. Wir versuchen das mittlere Ding zu finden. Kann ich schon drücken? Ne, kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Wir müssen auch wieder ein bisschen drehen hier. Halt! Die Dinger sind immer unten. Dann können wir auch so machen, ne? So. Auch. Und den letzten. So. Dann sollte die ganze Scheiße doch funktionieren hier. Huh, that was easy. Oh. These buttons seem to adjust the amount of energy that goes through the turbine. Ah, das ist ein blödes Bilderrätsel. Die hasse ich. Ich hab's nicht gehasst. Okay, pass auf. Zack. 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 Mal ganz kurz gucken. Interessiert sie auch gar nicht, aber ich glaube. Wo ich das Ding nicht ordentlich gemacht habe, wird das nichts. Okay, müssen wir einmal hier nochmal durchwursteln. These buttons seem to adjust the amount of energy that goes through the turbine. Nein, bleib dran. These buttons seem to adjust the amount of energy that goes through the turbine. So, alle aus. Diesen an. So. Gut. That should give the turbine some energy. Gehen wir hin. Right, I did it. Now everything should be powered. Gut, jetzt können wir nochmal da hinten hochgehen und den Strom oben anmachen. Den hatten wir beim letzten Mal gesehen. Haben wir aber nicht angemacht, da wir ja noch keinen Strom hatten. Nur nochmal den ganzen Weg in dieser Leiter da hochklettern. Was ätzend ist, denn... Miss Noah Eckhart hier ist sowas von langsam. Aber jetzt ist hell hier dran. Ist irgendwas Neues zu sehen? Guck mal hier. Gut zu wissen. Jetzt können wir doch hier oben was Strom machen. Dann gehen wir nach oben. Did I do something wrong? Come on, work. Come on. Oh. Mann, das gibt's doch gar nicht. Wie dumm war das denn? Wie dumm war das denn? Du bist wieder in einem Traum? Now what? What's happening this time? Where am I? Okay, es sieht aus, als ob ich in der Hölle bin. Doom lässt grüßen. Was I can feel the fever rising. Oh God, no. My illness. Is it coming back? Is this an ocean? An ocean that dried up. Gehen wir ein bisschen durch. Oh, da bin ich mit meinem Mann krank.
Pain. Komm schon, Noah, du schaffst das. These really are ancient bones of a very ancient creature. The air is so dry. I need to find water. Oh oh. Okay. My bed. Oh, kann ich nicht schlafen. Another memory. How many times did I think I was going to die lying in this bed? Na, Sonnenblick ein bisschen, ne? I'd better find some shade before I dry right up. Ah, okay. The horseshoe-shaped pillar. And that diamond shape again. Kann ich hochgehen? Nee, kann ich nicht. Schnell. Oh, Schatten. Mein Gott. I can't take much more of this. I feel woozy. Da ist ein Haus. Is that a house? Gehen wir mal da rein. Ich meine, ganz ehrlich, sieht total vertrauenswürdig aus. That's not a house. That's our house in Inglewood. Okay. Am I dreaming? Nein. Fische schwimmen um dein Haus rum, du träumst nicht. Warte mal, ich glaube, Post ist da. That's our mailbox too. Harry? Are you home? Okay, jetzt schwimmen wir ein bisschen im Haus rum. I miss you so much, old pal. Okay, das ist schon ein bisschen abgespaced. I am definitely losing my mind. Ja, I don't understand what is happening, Harry. Are you? Hä? The Everhart twosome. Klar, abends am Klavier sitzen wir immer und macht ein bisschen Musik. The happiest day of my life. Hm. Das Dörfleisch? Oh, hier ist meine kleine Musikbox. Yet again. Meerjungfrau. What a sweet melody. Oh nein, ich bin ein. Ich habe das Bild noch nicht gesehen. Cousin Robert? Mist. Hätte ich noch gern gesehen, das Bild. War ich zu spät. Wo soll man denn wissen, dass er nicht zurück kann, wenn diese blöde Musikbox an ist, ne? Hm. Ärgerlich. Ja, ist recht flott, die Ladeneigenschaften hier. Liegt ja an der Series X, würde ich behaupten. Da liege ich. What was that? Another vivid dream? And my music box again, but it wasn't broken anymore. And what a catchy tune. Das Ding läuft aber da oben. Dass wir wir kriegen da drüben Strom. Lass mal hier hochgehen, gucken, was wir da jetzt machen können. So, Strom ist da. Wasser ist ja auch da anscheinend. Oh. 1, 2, 1, 2. Und? I haven't sung since I got sick. But let's give it a shot. Ich könnte zu DSDS gehen oder was. Aber gut. Vibrationen. Controller. Show. Da gehen wir jetzt rein.
This feels like hallowed ground. Stimmt. Die waren ja auch schon überall. Die haben alles, was sie hier rausgefunden haben, die auch schon rausgefunden. Are they bathing him in black ooze? Ist ja eklig. His hands are changing, like in my dream. Stimmt. Dort sind Symbole, ne? Wir haben die was zu bedeuten noch. Oder unten, ich weiß noch nicht. Look at those spots. They look like mine. Naja, kann man so auch schön reden, so wie sie das gerade redet, ne? Ich meine, so viel kann man da jetzt auch nicht erkennen. Now he's some sort of man-fish? Klar. Man sagt auch Meerjungmann. Fish of every size and shape. Wandelt sich in einen Fisch. A giant fish head made of stone. Obergeschoss, Tunnel, Erdgeschoss, noch ein Aufzug. That was in the campsite. Häufige Muster bei Fischen. Look too familiar. Harry ist seit Tagen da oben. Und antwortet nicht. Was hat er gefunden? Wenn ich doch auch nur da hoch könnte. Okay. Gehen wir auch da hoch? Ich würde sagen, ja. Where is this taking me? Looks like I'm inside the giant fish head that I saw from below. Okay. So. Gehen wir mal kurz hier durch. Leben, it's amazing how lebendig. Words and symbols can keep their meaning after thousands of years. Hat sie aufgemalt? Leben. Was ist hier denn? Harry marked this symbol for a reason. I'd better write it down. Water animal. Okay. A complex pattern. Will es mal aufschreiben hier? Was man braucht? Hier ist auch irgendwas. Okay, da kann man was bewegen. Da kann man auch was bewegen, können wir jetzt noch nicht machen. Weil es wahrscheinlich sonst gar keinen Sinn ergibt. Was hat hier? Okay. So. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin, ciao. Naja, ihr dürft mich auch mögen, abonnieren und auf die Glocke hauen. Wäre auch super. Dürft auch gerne in die Kommentare mal schreiben, ob ihr welches Spiel ihr sehen wollt. Also gerne für die Series X, für die Nintendo Switch, für den PC, boah, auch wenn es sein muss. So, tschüss.